Moin Moin und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einer neuen Folge. Wir wollen heute Champions League spielen, aber auch uns hiermit beschäftigen, denn ihr habt mir vorgeschlagen, Talisca zu holen und das mache ich doch einfach mal. Ich hoffe, euch wird es heute gefallen. Haut auf jeden Fall richtig schön die Daumen nach oben raus, das wäre sehr cool. Und ja, Talisca, da wollen wir mal versuchen. Anfrage für Transferverhandlung und Vertragslaufzeit. Der ist ja noch recht jung, ne? Kann man ja mal so machen. Spielergehalt. Man kann froh sein, dass er spielt, würde ich mal sagen. So, 97%. Torbonus. Siegbonus. Ja, das sieht eigentlich... keine Ablösesumme. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Obwohl, man kann natürlich so eine Ablösesumme machen. Und gucken. 87%. Wenn da jemand interessiert ist, wird er denn noch teurer werden? Was ist überhaupt sein Marktwert? Das weiß ich halt nicht. Deswegen lassen wir das vielleicht einfach mal aus. So. Zack. 98% Wahrscheinlichkeit. Das sollte passen. Und dann würde er wahrscheinlich ja erst im Winter kommen. Oder wenn er vertragslos ist. Ich weiß es nicht. Aber das war auf jeden Fall eine Sache, die wir machen wollten. Dann einmal Zeit vorstellen zum nächsten Spiel. Dann einmal Trikots gecheckt. Ja, wir haben lila. Warum nicht? Wir können auch einfach mit... Ich finde dann die weißen doch besser, mit denen zu spielen. Nein! Ah, ich wollte doch noch die Ausstellung bearbeiten. Naja. Na gut, nehmen wir das so. Champions League steht an. Gegen ZSKA Moskau. Natürlich nicht irgendwie hier so ein krasses Overlay drin oder so. Aber das ist unser erstes Match in der Champions League. Und wir müssen mal gucken. Ich kann hoffentlich heute hier als Sieger vom Feld gehen mit unserer Mannschaft. Das wäre wirklich spitze. Aber die spielen jetzt natürlich super flott. Richtig stark. Okay. Keeper ist am Start. Hat die Pille. Okay. Ich hatte das Gefühl, als ich heute online gespielt habe, dass es oftmals sehr schlimm Verzögerung gibt. Du nimmst den Ball an und kannst ihn nicht sofort weiterspielen oder du willst ihn gar nicht annehmen und sofort weiterspielen, oder es klappt einfach nicht. Aber es ist mir halt hauptsächlich online aufgefallen. Und das ist dann halt echt ätzend. Weil dann halt einfach nichts ging. Da ging gar nichts in dem Spiel dann. Aber es ist ähnlich hier. Nicht absolut sofort die Pässe. Schade. Alle stehen sie da. Und was ist es? War kein Abseits? Krass. Alter, ich dachte schon, wir wären im Abseits gewesen. Roberto Firmino macht das Ding. Alter Schwede. Alter, das war echt Zauberei. Ich weiß nicht, wie der da angekommen ist. Da haben wir Glück gehabt und Firmino, ja, kein Abseits. Oh. Und so lang der Ball, so lang. Ich krieg den nicht mehr oder schießt den Keeper direkt an. Wahnsinn. Okay, sehr cool. Was wir auch noch probieren können, wurde ja vorgeschlagen, habe ich glaube ich auch in der letzten Folge gesagt, wegen Schwierigkeitsgrad, dass wir die Schwierigkeit wieder runterstellen, aber meine Passhilfe weiter zurücksetzen. Also auf, keine Ahnung, Stufe 1 oder so. Weil das dann auch deutlich schwieriger dann wird. Aber es reicht jetzt schon, dass der Gegner da irgendwie nicht vom Ball getrennt werden kann. Oder ich einfach nicht... Also wie gesagt, Ball kommt zu mir und ich kriege den nicht sofort weitergespielt. Man drückt und drückt und drückt, aber es passiert halt einfach nicht so schnell. Weil sie halt erstmal annehmen. Annehmen, annehmen, annehmen. In der Mitte, jawohl. Oh,
Schade. Na, da war was drin, ne? Den hätten wir vielleicht sogar reinmachen können, aber gut, ist dann am Tor vorbei. Und den Ball haben wir uns geschnappt. Das war lucky. Damit habe ich nicht gerechnet, dass der Keeper so einen Bock da macht. So ein Fehler, das gibt's ja gar nicht. Und Roberto Firmino mit einem doppelten Treffer heute. Da schaut's euch an. Habe ich noch nie gehabt, dass der Keeper, glaube ich, da so einen Mist gebaut hat. Sehr schön. Wunderbar. Jo, 2-1. Nach einem sehr glücklichen Abstoß. Da, Moskau. Zumindest ist das, was ich verstehe. Kimmich, zieh. Jawohl. Jawohl. Oh, eingetummel dort an der Stelle. Uiuiuiui. Hinher, hin, huha. Müssen aufpassen. Da wurde ich gefragt, wie ich den Gegner so abschirme. Aber ich mache das gar nicht. Das macht die CPU selbst irgendwie. Aber das passiert bei mir auch eigentlich nicht so häufig. Wow, 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 wow. Da müssen wir aufpassen. Jo. Den haben wir. Und dann geht's da weiter. Viel zu viele Fehler. Okay. Oh, Freistoß, ja. Er geht ja eigentlich direkt auf ihn zu. Warum spielt er dann den Gegner da nicht? Warum mit dem Ball nicht? So, Robertson. Ach, das kann nicht sein. Diese Sachen, wenn das immer viel zu lange dauert. Man sieht es, man will es spielen, aber es kommt einfach nicht. Sehr schön. War nicht so beabsichtigt. Also ich habe den schon drin gesehen, Leute. Ich dachte, das Ding geht rein. So, einmal da hoch. Zack. Ja, ach Schiri, da ist nichts Ball gespielt gewesen. Hier, ja, ach was. Also ich weiß nicht. Also aus meiner Sicht war das ganz klar ein Foul davor, nicht von mir auch, also von mir, na klar. Gibt auch noch direkt die gelbe Karte. Firmino, Mané. Und dann ist diese Scheiße schon wieder weg. Das kann doch nicht sein. Du willst einen Doppelpass spielen und er nimmt ihn einfach nicht an. Ich drück's. Spiel, 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 Spiel. Und dann wieder dieses, das nervt. Das sind so Sachen, die man erst mit der Zeit irgendwie mitkriegt, was die Pässe nicht schnell genug kommen. Er müsste eigentlich sofort, bumm, los, hau weg da die Pille. Aber das klappt halt einfach nicht. Oder ich bin da nicht gut genug. Keine Ahnung. Zögert er zu lange. Das hier schon wieder. Nicht nötig, dass ich da den Ball verliere. Ich hab's doch gesehen. Come on. Da habe ich natürlich gewartet, das ist richtig. Genau so will ich das sehen. Richtig stark. Richtig schön gespielt. Der ist auch von ganz alleine gelaufen. Super Laufwege.
Sehr schön. Das können wir uns mal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen. Ist alles nicht so gelaufen, wie ich das eigentlich laufen lassen wollte. Der Ball dort, da der letzte Pass, den wollte ich, weil ich gesehen habe, okay, den spielt er da durch. Den kann er da durchspielen. 1:3. Wahnsinn, genau so muss es sein. Achtung. Hallo. Jawohl. Jawohl. Roberto Firmino. Jetzt die Flanke. Ja, Mané. Upsala. Smolov wechselt raus. Einmal darüber bitte. Ja, GG. Ja, hallo? Schiri, was ist das? Wieso da, kann er mich da zu Boden reißen? Auch schon wieder so eine Geschichte. CPU darf sich heute wieder mal alles erlauben, oder wie? Ja, abseits. Hat zu lange gedauert, ich hab's gesehen. Ich hab's sofort, als ich gesehen hatte, dass er sich da meldet, aber der Ball kam nicht und kam nicht und kam nicht. Es muss schneller gehen. Wir führen, super. Richtig stark, aber es ist halt besonders auf diesem Schwierigkeitsgrad jetzt, da sind Millisekunden halt wirklich ausschlaggebend und diese Pässe super ätzend. Jedes Mal falle ich drauf rein. Oh, spiel doch, verdammte Axt. Jawohl. Oh, wirklich, hat er Auge gehabt. Da war nichts, ich bin nur an ihm vorbeigelaufen und er strauchelt deswegen. Ja, okay, da kann man außen lang. Ja, okay, kein Problem. 1:3. Alles in bester Ordnung. Nur eben diese Kleinigkeiten. Ja, mhm. Klar. Was hat er denn gemacht? Hat er mal gegen den Ball getreten, ohne hinzugucken oder was? Das ist jetzt echt ätzend. Da, peng. Ja, ja, da müssen wir jetzt wirklich auch mal schauen. Gefällt mir gerade gar nicht. Wir müssen in der Verteidigung besser aufpassen. Die Jungs in der Mitte sind gut drauf, aber nicht mehr ganz so frisch. So. Ja. Auf dem Flügel. Ich warte nochmal. Jei. Das ist so heftig, ne? Letztes Spiel ist nichts passiert. Das war dann langweilig, fand ich. Oder? War das so? Oh. 74 Minuten, es steht 2:3. Warum er? Warum er? Warum denn dahin? Solche Fehler. Die dürfen nicht passieren. Also, den wollte ich nicht anspielen. Das war null meine Absicht. Und dann geschehen halt ganz schnell mal diese Konter. Ja, da wollte ich lang spielen, aber natürlich nicht direkt über den Gegner rüber. Ja, und da kommt gleich wieder der nächste Schuss, der dann drin ist. Wow. Habt ihr es gesehen? Hat ihn weggekickt?
Ja, ach so. Ach so, Schiedsrichter, bitte. Ist doch unglaublich, ey. Also diese Todesgrätschen auf Mann. Ja, jetzt ist mal gut da. Das ist doch von hinten rein, das ist rot. Nichts. Hören wir das? Nichts. Ich weiß nicht, was er das noch mehr gibt. Dann null, null Ballkontakt, nicht die Chance, den Ball zu spielen. Er geht nur auf Mann und dann von hinten rein. Das ist doch ganz klar rot oder was? Schreibt's mal bitte, ob das rot ist. Also aus meiner Sicht wäre das... Also klare Rot geht irgendwie nicht. Meinetwegen gelb oder so. Aber nur eine Ermahnung? Gar nichts. Also das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. So, jetzt will ich mal noch einen Treffer landen. Ah, oh, dauerte zu lange, habe ich zu spät gespielt diesmal. Habe ich nicht gesehen, dass da unten noch andere stehen. Und jetzt eine Minute. Sehr schön. Alter Finne, ja, war nicht gut, was wir zum Teil da gespielt haben. Und was der Schiedsrichter da rausgehauen hat. Also so oft hatte ich heute das Gefühl, dass der einfach gegen uns gepfiffen hat. Hat mir nicht so gut gefallen. Also es war nicht so sauber, das Spiel. Aber wir haben es gewonnen. Also die zwei Gegentreffer hätten nicht sein müssen. Damit sind 6 Punkte. Habe ich irgendwie ein Spiel in der Champions League irgendwie vergessen? Weiß ich nicht. Irgendwie habe ich eins vergessen. Ich dachte, das wäre unser erstes. Aber okay, der aktuelle Monatsbericht ist fertig. Er enthält alle möglichen Informationen. Genau. Und Torjäger, Firmino, 8 Tore, Mané, Salah. Vorlagengeber, Dembélé, Firmino, Oxlade-Chamberlain. Bester Mann bei uns, Firmino, ne? Der wird sich wahrscheinlich extrem verbessern. Und wir sind mehr auf kurze Pässe und mehr auf Ballbesitz inzwischen, als im Monat davor. Frühes Pressing und defensiv. Okay. Gegentore. Ja, also ich bin natürlich besser geworden, aber auf dem Schwierigkeitsgrad. Mannschaft des Monats in der Premier League. Firmino ist mit dabei. Keita, Fabinho, Wijnaldum, Robertson und Kimmich, Alisson oder Allison, wie auch immer er heißt. Die halbe Mannschaft des Monats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mehr sogar. 7 von 11 sind aus unserer Mannschaft. Das ist krass. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Kimmich verbessert sich, Sturridge wird schlechter. Na gut. FA Cup, zweite Runde, geht los. Und Verständnis von Lallana ist verbessert. Teamplayer Stufe 3, okay. Dann gibt es nochmal richtig Asche, sehr gut. Ich bin natürlich dann gespannt. Lokomotive Moskau besiegt, das war gar nicht ZSKA. Ich dachte eher irgendwie. Datenbank, Wettbewerbsinformationen. Nur mal ganz kurz in Russland schauen. Ah, okay. Lokomotive, klar. Ich hätte, oder hatten wir letztens gegen ZSKA gespielt? Ich habe das gar nicht so richtig gesehen. Aber das A, also dieses mit der Lokomotive, das, die grüne, das hätte ich eigentlich ja erkannt. Aber ja, gut. Habe ich nicht genau hingesehen. Passiert mir ständig. Ganz kurz die Strategie noch angeschaut. Einmal. Ja. Nach Fähigkeit gibt mehr. Aber ihr seht, Allison. Mignolet will heute mal spielen. Ja, gut, machen wir ruhig. Das sieht dann auch soweit okay aus. Kapitän noch wen? Weil dann mit Fabinho haben wir eine 91. Das sieht doch richtig gut aus. Dann bedanke ich mich. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ihr lasst hoffentlich auch einen Daumen nach oben da. Das wäre richtig cool. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.